Herzlich willkommen zum Stichwort. In dieser Rubrik haben wir im Zusammenhang mit der Predigtreihe zum Markus-Evangelium Hintergrundinformationen gegeben, die zum besseren Verständnis von biblischen Texten oder Ereignissen dienen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe gesagt, dieses Gewand ist ein Gruß an die Elfenbeinküste mit auch ein Ausdruck von der Verbindung, die dorthin besteht, nach Abidjan. Später werden die Freunde dann vielleicht auch die Gelegenheit haben, dann nochmal mitzuschauen. Wie ist die Rolle der Kinder im Neuen Testament? Wir lesen immer wieder, dass Jesus mit Kindern zu tun hatte. Und wir gehen dann oft davon aus, dass wir sagen, ja, das ist wie in Deutschland, ja, wo Kinder manchmal die heimlichen Herrscher der Familie sind und manchmal auch gar nicht so heimlich, sondern ganz offenkundig. Und man weiß ganz genau, wer hat die Hosen an in der Familie. Das ist dann in der Regel der Nachwuchs. Zur Zeit von Jesus, wenn man die Rolle der Kinder anschaut, dann war die natürlich geprägt durch das Alte Testament, wo es heißt, Kinder sind ein Segen, Ausdruck des Segens Gottes, sie sind eine Gabe Gottes an die Familie, aber auch an das Volk und Segen damit auch verbunden, weil sie Arbeitskräfte waren. Sie mussten selbstverständlich mitarbeiten auf dem Feld, in den verschiedenen Aufgaben im Haushalt. Kinder haben oft das Kleintier gehütet, also Ziegen, Schafe. Und es war für viele Familien lebensnotwendig. Ansonsten hätten Familien oft nicht überleben können. Und deshalb waren sie auch Segen Gottes. Dass man sagt, Gott sorgt auch, dass wir die Kräfte haben für unsere Familie. Und sie waren auch die Absicherung für die Eltern im Alter. Rentenversicherung gab es nicht. Kinder waren diejenigen, die für die Zukunft gesorgt haben. Ansonsten standen Kinder am Rande der Gesellschaft. Kinderrechte gab es nicht. Kinder konnten sich nirgends beschweren, wenn sie den Eindruck hatten, ich bin ausgebeutet. Kinder hatten auch keine Gelegenheit, wenn sie verwaist sind, sich zu schützen. Da waren sie eigentlich der Willkür ausgeliefert oder dem Gutwill der Menschen. Und umso bedeutsamer, dass Gott den Menschen sagte damals, Kinder stehen unter meinem besonderen Schutz und ich bin der Herr, der Vater der Witwen und Waisen. Und damit auch die Menschen in die Pflicht nahm, gottgefällig zu leben. Was noch war, die Erziehung war Aufgabe von Vater und Mutter. Und Erziehung war jetzt nicht nur, dass man ihnen Anstand beigebracht hat, sondern es war auch die religiöse Erziehung. Und Religion kann man schon fast nicht mehr sagen. Guido Baldes, der ein Buch geschrieben hat, der lange dort in Israel gelebt hat, viel sich mit dem Judentum auseinandergesetzt hat, er sagt, Judentum ist eine Zivilisation. Sie waren Teil einer großen Geschichte, die lange vor ihnen begonnen hat. Und sie mussten lernen, was heißt es jetzt, in dieser Geschichte zu leben und mit dieser Geschichte dann auch umzugehen. Es heißt hier, für die Eltern, bringt euren Kindern bei, dass sie Teil dieses Volkes sind. Dann war Familie auch der Ort der Bildung, der allgemeinen Bildung. Philo, ein jüdischer Philosoph, der zur Zeit von Jesus gelebt hat, der schreibt es so, die Eltern, die die Kinder zur Welt bringen, sind auch ihre ersten Lehrer. Sie geben ihren Kindern von frühester Kindheit an alles weiter, was sie selbst wissen. Aber nicht nur Wissen und Denken bringen sie ihnen bei, sondern auch die Fähigkeit, sich für das Gute zu entscheiden und das Böse zu meiden. Denn wer könnte für die Kinder ein besserer Wohltäter sein als die Eltern? Sie haben sie nicht nur zur Welt gebracht, sondern haben auch sie für wert geachtet, Nahrung und Erziehung zu empfangen. Auf diese Weise befähigen sie ihre Kinder nicht nur zum Überleben, sondern zu einem wirklich guten Leben. Familie als Ort der Bildung, ein weiterer Ort war natürlich dann die Synagoge. Das war mehr Dorfgemeinschaftshaus, also nicht zu denken, das war Kirche in unserer Zeit. Dort hat man sich getroffen, dort gingen die Kinder zum Unterricht, dort haben sie Schreiben und Lesen gelernt. Es gab sogar zur Zeit von Jesus schon einige Synagogen, die eigene Lehrer für die Kinder angestellt haben, damit sie dort Schreiben und Lesen lernen. Schulpflicht gab es nicht, wenn Erntearbeit, wenn zu Hause viel zu tun war, war natürlich klar, dann ging das vor. Was aber besonders war, im Unterschied zum griechischen Umfeld, in dem ja die Frauen nur aus höheren Schichten Bildung bekamen, war für das Judentum ist wichtig, dass Mädchen eine anständige Allgemeinbildung bekamen, dass sie lesen lernen, dass sie schreiben lernen, dass sie unterrichtet wurden in den alltäglichen Dingen. Und hier nochmals ein schönes Zitat, wie müssen sich Kinder entwickeln aus der Mishnah Soda. Mit 5 Jahren soll ein Junge die Bibel lernen. Mit 10 Jahren die mündlichen Gebote. Mit 13 soll er die Gesetze einhalten. Mit 15 soll er Talmud lernen, das war die jüdische Tradition. Mit 18 soll er heiraten.
mit 20 einen Beruf ergreifen, mit 30 erreicht er seine volle Lebenskraft, mit 40 Einsicht, mit 50 Weisheit, mit 60 das Alter. Eine schöne Beschreibung, ja, von dieser Entwicklung. Ja, vielleicht denkt sich jetzt mancher, naja, mit Einsicht und Weisheit, das zieht sich doch noch länger hin. Aber das sind so die anderen Fragen. Was nochmal interessant ist, auch für die ganze Geschichte, die jetzt auch um Jesus ist. Kinder waren nicht verpflichtet, die Einhaltung der Gebote zu leisten, ja, die in der Tora, in dem Gesetz, in dem Alten Testament gegeben waren. Davon waren sie freigestellt. Sie galten als unmündig, also nicht in der Lage, diese Gebote zu halten. Das heißt, nicht ja machen können, was sie wollten, haben Eltern schon darauf geachtet. Aber es wurde ihnen nicht als Schuld ausgelegt. Erst mit dem Übergang ins Erwachsenenalter, was man damals in das Alter von 12 bis 13 ungefähr orientiert hat. Ja, da hat man gesagt, ab diesem Moment können sie selber die Tora lesen und jetzt müssen sie die Gebote einhalten. Man hat es später als Bar Mitzwa, als Sohn des Gesetzes bezeichnet. Er konnte das Gesetz lesen und kann es jetzt feiern. Für Mädchen hat man es dann auch eingeführt als Bat Mitzwa, als Tochter des Gesetzes. Ja, und damit hat man gesagt, ab da seid ihr verantwortlich vor Gott. Ob es zur Zeit von Jesus eine Bar Mitzwa gegeben hat, darf man sehr, sehr stark bezweifeln, denn die wurde eigentlich erst im Mittelalter eingeführt. Aber dieser Übergang ins Erwachsenenalter hat damals die Menschen geprägt. Also einfach mal so ein kleiner Überblick, wie hat man damals die Kinder gesehen?